Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher, mit dem Nameless und mit dem Herr Wettle. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe schon mal alles zusammengegruschelt. Wir werden jetzt definitiv schauen. Wenn Ursel drin ist in der Falle, dann nehmen wir sie natürlich mit. Essen und Trinken muss ich heute noch. Das heißt, wir werden gleich Fleisch abkochen. Mache ich am besten den Bär. Und dann gehen wir looten. Heute, wie gesagt, eine Lootrunde ohne viel Offscreen-Vorbereitung. Aber zwischen heute und morgen habe ich mir wieder Zeit geblockt. Und dann kann es losgehen. Jetzt pass auf, wenn wir uns jetzt das wirklich antun, zweites Hühnchen, dann müssen wir auch den Kreislauf der Ernährung. Ursel! Ja, Ursele, du bist ja schon Level 10 innerlich. Ich sehe es, ich sehe es. Komm her. Ja, also wenn wir das jetzt machen, dann haben wir die Aufgabe, die Hühnchen müssen wir bis Level 10 füttern. Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen, dass Ursel und Herbert immer bei uns sind und wir trotzdem Premium-Federn kriegen. Aber wenn wir das jetzt machen, Leute, müssen wir uns auf jeden Fall auf die Hinterfüße stellen. Ich brauche da einen Kühlschrank, ich brauche noch ein Beet, Tomaten. Wir müssen die richtig gut versorgen und bis wir Tomatensuppe machen können. Die ist, glaube ich, noch hochwertiger. Jetzt pass auf. Das sind wir dabei. Ich würde sagen, neues Abteil. Boom! Yes. Ursel. Das war nicht Ursel. Das war Ilse. Die war doch gerade eben noch gut. Oh. Was ist denn los, Subsistence? Was hast du heute mit mir vor? Was hat es heute mit mir vor? Wieso ist denn jetzt das Huhn tot? Ey, wieso ist das Huhn jetzt tot? War das nicht gerade lebendig? Ich habe bestimmt falsch geguckt, ne? Ich sag's dir. Na, schade, hätte ja auch klappen können. Das war zu früh. Was machst denn du heute Morgen, Digga? Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich lauf mal weg. Hauptsache rübergezundert, als ob er immer trifft, ne? Ach, sag's dir. Das reicht noch nicht. Wir müssen halt die Jäger jetzt auch wieder machen, die Tage, ne? Und Puma bin ich euch noch schuldig. Allerdings kann es sein, dass wir den Puma morgen machen. Heute bin ich noch nicht so... Oh, da hinten steht schon die Kiste. Oh, aber gerade noch die letzte Sekunde noch, Digga. Ja, ich habe jetzt Hunger. Normalerweise spare ich mir die Shotgun-Muni immer. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Es ist einfach so Dings von mir. Ich mag das eigentlich, wenn ich sie mit Pfeile erledige, weil Pfeile im Eigenbetrieb geschwind nachcraftbar sind. Und die andere Muni ist ja eigentlich immer... Also ich habe eine Prio. Dieses Gewehr, das mag ich unheimlich. Ja, da gebe ich auch gerne mal Muni aus und verlasse mich da auf mein Glück beim Looten. So, Pfeile sind auf jeden Fall wiederherstellbar, ohne dass ich mir da irgendwie Gedanken machen muss, kann ich jederzeit farmen gehen. Und Shotgun-Muni, ich weiß nicht, am liebsten haue ich die an die Türen, aber ich glaube, da tickt jeder so ein kleines bisschen anders. Außer es muss schnell gehen, so wie jetzt, dann kann ich sie auch mal nutzen, na klar. Das war schon mal die Geschichte. Ich würde mir jetzt auch normalerweise... Ne, wir haben eine gefunden, kann ich direkt hier reinmachen. Das nervt mich jetzt, dass das Ursula nicht war. Es war Ilse, Leute. Ilse können wir kochen. Ilse, Pilze, keiner willse. Doch, der Koch, Nameless. Wie war das? Ilse, Pilze, keiner willse. Doch, der Koch, Tobias Knoch, nahm sie doch. Ist so irgendwie. Frag mich nicht, wo ich das her habe. Wahrscheinlich von früher, von der Schule. So, Diggerle. Ich hole mir jetzt natürlich erstmal Hühnchen. Ist doch klar. So, lass mich mal kurz gucken. Wir hatten da eine Muni gefunden, das ist klar. Oh, wir müssen gemeinsam kurz heute uns darum kümmern, dass wir... Die Beete müssen wir machen, Leute. Da komme ich nicht drum rum. Denn jetzt geht's ans Eingemeckte. Wenn da jetzt natürlich irgendwo... Ich höre doch einen Huhn gackern, oder ist das jetzt Herbertle? Herbertle, das Huhn. Ey, wir finden heute schon noch eins. Dann gehen wir jetzt erstmal schön looten. Ich mache jetzt allerdings hier langsam, weil bevor mein Essen verkocht, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, du bist ja schon Level 9 durch. Mach mal die Waffe weg. Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Was haben wir denn noch? Wir können auf jeden Fall ein paar Bretter durchjagen schon mal. Wir können auf jeden Fall hier ein bisschen was durchjagen schon mal. Pfeile wären gut, wenn ich noch, naja, sagen wir mal so, dreimal draufklicken. Wäre so meine Idee. Boom, dann ist das auch schon wieder erledigt. Siehst du, den isst du gleich. Gemüse braucht man. Holst du dir oben eine Tomate? Ich warte noch auf die Fleisch und machen wir die Beete und dann hauen wir ab.
Ziel heute einfach ein bisschen Loot zu kriegen. Morgen würde ich dann entsprechend das, was ich vorbereitet habe, mit euch raushauen. Plus vielleicht Puma. Und dann können wir uns eigentlich schon an die Jäger machen, dass wir sie mal wieder schön leer machen. Für Loot. Alles für Loot. Die. Hast du noch einen Dietrich? Nee. Ach Gott, den Massespeicher habe ich noch gar nicht aufgebaut. So, und um den Dietrich zu bauen, müssen wir erst ein bisschen ticken lassen. Das heißt, wir gehen heute ohne Dietrich los. Einmal kurz Massespeicher. Und natürlich hier einmal bams mal das hier noch rein. Ah ja, richtig. Habe ich schon wieder vergessen. Wir haben ja hier oben schon ausgebaut. Wenn du mal einen Tag mit dem Spiel bist. Jo, wie gut. Also, die sind jetzt mal für den Namie. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Hier mal 62-63%. Die sind etwas durstiger. Die kriegen schon mal das gute Wässerle. Und ein schlechtes. Und du kriegst das hier. Dann machen wir hier einmal essen. Einmal ziehen. Dann ist das auch erledigt. So. Ei, die wollte ich auch noch umziehen, aber das kann ich ja vielleicht mal über die Zeit machen. Ja, also wie gesagt, ich habe strikt vor, die einfach mal hier reinzuballern. Das ist so mein großes Ziel. So, um die Beta haben wir uns gekümmert. Herbert hat noch was zum Essen. Ursel müssen wir finden. Looten müssen wir. Ansonsten, wenn ein Elch kommt, nehmen wir den natürlich mit. Ja, würde ich sagen, es passt so. Und wenn wir zurück sind, geht's weiter. So, pass auf, ich hole nochmal Wasser. Das sind alles Routine-Dinge, die muss ich jetzt heute mit euch machen. Normalerweise mache ich die also immer kurz vor der Folge. Aber es gibt halt solche Tage, ne? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wir könnten jetzt eigentlich mal da hinten Strandecke machen, ne? Da sind wir ja eigentlich nie unterwegs gewesen wegen den Jägern. Machen wir Strandecke. So, die koche ich schon mal ab. Den mache ich hier rüber. Das mache ich hier so Zalalümchen und schabbel die Map. So. So gehen wir. So, geh mal. Lass mich mal kurz was überlegen. Ich habe jetzt, weil wir haben ja die Lampe ständig an. Ich will mal gucken, ob man die mal brennen lassen kann, eine Weile. Wir haben ein Income von 3 und wir haben ein Out von 0,6. Minus 0,6. 0,3. Das heißt, wenn ich den laufen lasse, zieht er mir den Strom leer. Nee, dann mache ich das wieder über Nacht. Ich will ja nachher mit euch auf jeden Fall, ne? Also, wenn uns Ursel in die Quere kommt, gehen wir direkt zurück, ja? So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal unterwegs. Den hier mache ich jeden Morgen und manchmal auch am Abend. Der respawnt recht schnell. Einfach um hier in der Nähe nochmal zu gucken. Ganz oft ist ja so, da wo du dich länger aufhältst, da spawnen ja auch die Kisten um dich rum. Möglicherweise hindert es das Wasser so dran, dass hier noch mehr sind, ne? Gut. Ja, haben wir es doch einigermaßen im Griff. Hätte ich noch eine Tomate mehr gegessen, wären sogar die Werte ganz voll. Da ist sie. Wir überlassen es dem Schicksal, ob wir sie kriegen. Ja, das ist sie, Leute. Wir haben sie. Schnell zurück. Oh, die hat nicht mehr viel Leben. Stirbt die so langsam vor sich hin? Hat die dann Blutungseffekt oder ist es einfach nur Spiel? Wenn nicht, muss ich das nächste Hühnchen fangen, wenn es nicht klappt. Herr Bettler, eventuell. Yes, Baby. Essen die eigentlich auch Würmskis? Jo, die essen auch Würm. Oh, ist aber bitter. Ja, hi, Ursel. Leute, sie sind zurück. Ursel und Herr Bettler. Herr Bettler, guck mal, da wird er auch gleich ein kleines bisschen horny. Schon Level 1 und 100, kaum Ursel da, ne? Ist er schon Level 1 und auf 100%. Ja, du tickst langsam nach. Viel Spaß euch zwei. Sehr geil. Jetzt müssen wir als nächstes den Codeschieber dann aufmachen. Oh, da freue ich mich. Oh, da freue ich mich. Jetzt bin ich guter Dinge. Das war doch schon mal nicht schlecht. Also wie gesagt, wir brauchen den Kühlschrank. Wir brauchen so viel Stromerzeuger, dass wir den Kühlschrank durchlaufen lassen können. Wir brauchen noch ein drittes Beet. Und dann bin ich so halb zufrieden. Ne? Und dann machen wir das schön mit Tomaten voll und machen einen kleinen Vorrat. Später dann Tomatensüppchen. Warte mal, da muss ich ja ab und zu mal kurz reingucken. Ob da nicht. Ah, das habe ich jetzt spät mal auf dem Rückweg. Weißt du, wegen Perlen. Ich sollte immer gucken, dass wir auch an Perlen kommen. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wenn ich drüben den Strand heute machen will, dass ich die Jungs hier nicht pull. Unnötig. Ich weiß halt nicht genau, wie weit die da vorkommen.
Ja, da gehen wir die Tage rüber. Schau dir mal an, was die da hinzwirbeln. Die wollen doch ausgeräumt werden, ne? Wir machen jetzt drüben den Strandabschnitt. Hoffen ein bisschen auf den Elch. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen heute, aber hey, weißt du was? Was man nicht im Kopf hat, hat man in die Füße. Dim, di, 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 dim, di, di, dim, di, 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 dim, di, di, dim. So. War jetzt vielleicht nicht direkt am Strand entlang. Lass uns mal so ein ganz kleines bisschen hier zu dem Lebensbaum. Immer so im Zickzack, würde ich sagen, oder? Machen wir eine Zickzack-Runde heute. Ist der Elch eigentlich noch horny? Ja, bei mir ist er noch horny. Das heißt, wir könnten auch den Elch nochmal mitmachen und sehen. Ach ja, und den Anorak haben wir auch im Visier. Jetzt schauen wir mal, was wir heute rauskriegen. Gehen wir looten. Lebensbaum 1, rechts von uns ist Lebensbaum 2. Ursel haben wir geholt und dann schauen wir später mal, ob wir den Kühlschrank schon bauen können. Dietrich müssen wir nachcraften. Ja, das ist so der eine Punkt hier, ne? Wenn ich dann so rumlaufe, denke ich, naja, auf neutral sind halt doch mehr Tiere und so auf der Map. Aber dann stehen sie natürlich wieder über deinen Kisten. Das ist immer so eine Mischung. Ich bin ja noch in der Vorproduktion. Die Frage der Runde habe ich ja gestellt gehabt. Bezüglich, was passiert, wenn ich hin und her schalte zwischen neutral und leicht. Sobald ich das weiß, werde ich entsprechend Feedback geben, ne, was wir anstellen damit mit der Info. So, nehmen wir natürlich mit. Na ja gut, und dann müssen wir mal schauen, die Taucherflasche, weil wir brauchen ja für einiges auch die Kristalle. Das heißt, wir sollten uns nicht ewig Zeit lassen, die Höhlen aufzumachen. Beziehungsweise, was heißt aufmachen? Letztes Mal, als wir unten waren, in der ersten Staffel, da haben wir eine kleine 1x1-Hütte unten gehabt. Machen wir wieder. Und die Fledermäuse waren unten drin, ja? Ja, Mensch, und den Kleider will ich probieren. Und den Weihnachtsbaum habe ich schon wieder vergessen, Leute. Da gibt es doch einen Weihnachtsbaum. Den gucken wir uns nachher auch noch an. Vielleicht baue ich doch einen zweiten Generator für Strom. Ich sollte, glaube ich, also es ist ganz gut, dass wir Solar haben und Wind. Aber wir sollten eventuell in dieser Runde eine kleine Produktionskette auf die Beine stellen, wie wir die Sachen selber aufladen, ne? Weil dieses Nachticken, das ist zwar ganz schön, aber es ist halt einfach immer zu wenig. Immer zu wenig. Ich glaube, das machen wir. Produktionskette für Strom und Masse. Strom ist klar, einen zweiten Generator. Und da ich regelmäßig jagen gehe, habe ich auch normalerweise immer... Oh, Baumwolle. Ich habe normalerweise immer Sprit. Und ich glaube, du konntest auch Sprit herstellen, ne? Jo, dann werde ich die in Zukunft nicht mehr hergeben. Ist natürlich die Frage, wie sinnvoll sind jetzt noch die Fallen draußen? Weil wenn ich geschwind Leder brauche, hole ich mir das. Wenn ich Federn brauche, habe ich in Zukunft meine Hühnchen. Vielleicht machen wir lieber noch einen Hasenstall, weißt du? Dann baue ich die Fallen ab und verwerte diese. Ich kann da auch andere Sachen reinmachen. Aber irgendwie sind die Fallen noch nicht wirklich notwendig. Ja, ich glaube, das machen wir so. Und ich habe in den Comics was gelesen, was wir in Staffel 1 gemacht haben. Da will ich auch noch mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben in Staffel 1 Sticks verbrannt. Und nicht Holz direkt. Ich glaube, das hat uns mehr Effekt gebracht. Müssen wir uns nachher mal angucken. So, meine Lieben. Jo, jetzt haben wir Pläne, oder? Also, da ist einiges noch zu tun. Klamottentechnisch sind für mich natürlich die Aufwertungen wichtig. Aber ich hätte einmal gerne hier die Kampfweste wegen Schutz. Und natürlich den Kittel für den Winter, ne? Dann haben wir alle Slots belegt und dann geht es an die Aufwertungen nach und nach. Ist da hinten was? Naja, der Arschlochfahren hat mich wieder in die Irre geleitet. Ey, wir müssen das genießen, wenn wir hier schon mal rumlaufen können ohne Probleme. Aber viel Loot ist heute nicht auf der Map. Subsistence, was ist los? Dafür hat es mir einen Schatten geschickt, den ich fehlinterpretiert habe. Und ich sollte vielleicht meinen Kopfhörer... Ich vergesse das immer. Ich mag das immer, wenn ein Ohr frei ist, weißt du? Weil ich mich dann sonst selber immer reden höre. So, also ich mag es grundsätzlich, wenn ein Ohr frei ist, dass ich meine Umgebung mitkriege. Damit ich gleich zur Stelle bin, wenn es irgendwo klemmt. So, wie weit gehen wir heute? Ich würde sagen, heute machen wir Tour. Tour the Water. Da vorne am großen Fluss werde ich dann irgendwann offscreen rüberschwimmen mit einer Blende. Und dann können wir mal gucken, was wir heute alles noch herstellen können. Und alles, was heute fehlt, schnappe ich mir dann natürlich morgen, ne? Den gönne ich uns.
Habe ich den dicken hier. Aber da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, auf dich, Digga. Ist immer ganz recht, wenn ich sie im Auge habe. Dann gönne ich dir den Wurmbaum, den kannst du behalten. Ist kein Problem. Vielleicht sollte man hier mal ins Wasser hopfen wegen Perlen kurz. Einmal um den Hügel da rumgetaucht. Vorne wieder raus. Nameless, wie sieht's aus? Ein Blick. Ja, alles, was da unten so weit weg ist. Wir können ja mal so machen, bevor wir in die Höhle gehen, dass ich nochmal so ein bisschen das Taucherequip probiere, machen wir einmal eine Perlenrunde durch den See. Ich meine, hier hat es ja genug, ne? Du willst natürlich bloß nicht ständig so tief tauchen und das ist alles immer so knapp. Ohne die Flaschen. So. Ja, hier ist irgendwie nicht so geil mit Loot heute. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen trotzdem unseren Ausflug, dann haben wir frische Luft getankt. Und dann geht's an die guten Sachen, ne? Jetzt schaue ich mal, wenn das hier noch, wenn das wirklich noch einen Effekt hat mit dem Holz auf die Sticks, dann kann es sein, dass das meine Produktionskette dann wird für Masse. Weil das läuft ja alles nebenbei durch. Ich habe ja nicht immer irgendwas, was durchläuft, was ich brauche gerade. So, hier gucke ich mal nach hinten. Möchte halt schon ein kleines bisschen die Sachen halt auch wirklich sehen, die jetzt da neu dazu kamen und so. Und wir sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Das heißt, ich werde demnächst mal einen richtig, richtig extremen Offscreen-Run machen, wo ich wirklich nur Holz hole, Sticks, dass wir sowas mal auf Vorrat haben. Denn dann haben wir zum Beispiel den Effekt, dass ich in meinen weiteren Offscreen-Runden einfach andere Dinge ranholen kann, die wir brauchen. Weißt du? Dass ich da nicht nochmal zusätzlich los muss und dann kriegen wir auch ein bisschen Speed, ohne dass es ungemütlich wird, weil wir machen ja trotzdem gemütliche Folgen. Ja, aber es ist einfach ein bisschen Matz da und ich will mir nichts spawnen, das ist nicht meine Art oder so, wenn das überhaupt geht. Das ist so meine Lösung für ein kleines bisschen mehr Fortschritt. Tja, Wölfe brauchen wir nicht, Bären brauchen wir nicht, Banditen machen wir die Tage, Puma, den ich euch schulde, machen wir vielleicht morgen. Dann laufe ich jetzt hier einfach mal rum, wenn ich keinen Elch sehe, würde ich drüben jetzt kühlschranktechnisch mal gucken, was uns fehlt, dass ich gezielt einen Plan habe. Und wir testen das mal eben. Ich habe halt auch gar nicht geguckt, wo hier Banditen sind, ne? Hier ist ein Bär. Den könnten wir theoretisch kurz umlaufen. Den umlaufen wir jetzt einfach mal. Ich gehe da hoch. Du bist nicht Ursel. Brauchst mir nichts erzählen. Und einen zweiten Slot habe ich schon freigeschalten und der ist leider, leider belegt. So. Ein kleines Eisen. Spiel, also. Weiß nicht, da unten ist. Jetzt hat es mir eine Dietrich-Kiste dahin geballert und ich hatte ja keinen Dietrich mehr. Ne? Ey, ich sag's hier. Zum Beispiel wäre das auch eine Idee, wenn ich dann wirklich mal eine massive Holz. Sagen wir mal, ich mache zwei Ingame-Tage. Holz holen. Und in der Zeit bereite ich parallel Dietriche vor. Dann können wir da nämlich ausschöpfen, weißt du? Ich will gerade die Kiste sehen. Ich will sie gar nicht sehen, Spiel. Hast mich sehr enttäuscht. So, wo ist meine Base? Ach, wir sind erst an dem Ende. Ja gut, aber dann gehe ich mal gucken, ob ich hier noch Erze bekomme, weil das ist ja mit Sicherheit nicht unwichtig. So, merci. Hey, komm, dann machen wir jetzt Erz noch geschwind mit. Wie gesagt, daheim gucken wir dann, was noch fehlt. Es kann auch sein, wir kriegen den Kühlschrank vielleicht schon gebaut. Es wäre natürlich gut, wenn wir so viele automatische Stromerzeuger hätten, dass zumindest der Kühlschrank immer durchläuft und die ein, zwei Lampen, die ich habe, ne? Das wird mir schon reichen, glaube ich. Das wäre ein Anfang. Und das andere kann ich ja immer aufladen, wie ich es brauche dann. Bin auch mal gespannt mit dem Auto, ne? Das kostet ja bestimmt dann auch Ressourcen, damit es fährt. Ich glaube nicht, dass man das dann unendlich bewegen kann. Hier, ziehst du hier rein. Das ist doch alles ganz gut, was wir da gerade bekommen. So, und die Hütte. Ich möchte unbedingt an der Hütte bauen. Also ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen was vorbereiten wieder zum Bauen. Dass da mal ein bisschen Speed dran kommt. Und ich habe die Rückmeldungen. Dankeschön an der Stelle. Bezüglich Metallwände. Natürlich gibt es Metallwände. Mit dem Bauhammer aufzuwerten. Ich habe sogar innerhalb der Staffel schon mal gesehen, als ich mit dem Hammer drauf war, glaube ich. Und da brauchen wir diese Legierungen. Und die haben wir, meine ich, aber schon.
Ein Zweifel. Ich könnte mir die Tür schon mal verstärken oder so. Weil ich dachte, Mensch, da war doch mit Metall. Außerdem, wenn dann später die Jäger Metalltüren haben, wenn die Metall haben, haben wir doch auch, oder? Ha ja. Und ich muss schmunzeln, weil es nicht nur einer geschrieben hat, sondern fast jeder Zweite. Also ob ich das dann überspringe, wenn das jemand schreibt. Könnte aber gerne in Zukunft vielleicht einfach der, der das als erstes schreibt, liken und irgendwie was drunter schreiben oder so. Dann ist es für mich einfacher zu verdauen. Aber es ist auch so kein Problem, ich komme damit klar. Ich dachte nur, So, meine Lieben, dann gehen wir jetzt rüber und dann schauen wir mal, was wir alles anstellen können. Hier ist mal wieder eine Kiste, da freue ich mich. Da ist noch ein Erz, auch darüber freue ich mich. Also ein Elch hätte ich uns schon noch gegönnt. Ein Elch nur mit Dings, Leute. Ein Elch nur mit der 9 mm. Wenn ich heute einen Elch sehe, mache ich ihn nur mit der 9 mm. Nur. Ohne andere Gewaffeln. Jetzt gucke ich natürlich. Wenn wir heute nochmal einen Elch sehen. Hallo Häsle. Mach nicht solche Scherze, nimm das. Ruckzuck läufst du vorwärts und stehst vor dem Bär. Ist da hinten nochmal eine Baumwolle? Oh, ich glaube, da ist nochmal eine Baumwolle. Durch selber Anpflanzen der Baumwolle haben wir aber auch jetzt keine Probleme im Moment. Ist keine Baumwolle, ist eine Kartoffel. Wenn du die als Innenfutter nimmst, stinkt es irgendwann. Das überlege ich gerade, aber der See, was jetzt immer genau in der Mitte. Ich glaube, ich schwimme kurz rüber. Was ist denn da vorne im Wasser direkt drin? Entweder eine Muschel oder Sand, egal was es ist, ich nehme es mit. Oh nö. Doppelkiste, ich brauche Nägel, ne? Achso, wir haben ja gesagt, ich kann den direkt mit der Schrotze. Ausnahmsweise ist heute Schrotzentag, ja? Hallo, mein Freund. Wie nah kann ich denn bitte an den ran? Ich muss näher, gell? Ja, ich mach's lieber tatsächlich mit Pfeilen. Für mich ist die Schrotze zwar eine coole Waffe, aber ist für mich eher was, wenn ich mal geschwind Hunger habe, finde ich. Die Wölfe da so umholzen. Einfach Feelingssache, ne? Hat nichts damit zu tun, dass es nicht effektiv wäre. Fühlt sich für mich einfach irgendwie nur schrotzemäßig an. Die. So, das haben wir wieder drin. Jetzt schauen wir nach unten kurz da rein, was wir gesagt haben. Dann schwimme ich rüber. Ey, ich habe das gar nicht gesehen. Das ist eine Insel? Nee, es ist einfach nur das andere Ufer. Ich dachte gerade, hey, wie kann das jetzt sein, dass da eine coole Insel ist? Das wäre uns doch aufgefallen, ne? Guck dir das an. Dietrich müssen wir durchlaufen, das ist ein Kühlschrank. Problem ist halt, ne? Solange wir diesen Stromkreislauf nicht ein bisschen aufbohren, durch was Cooles. So habe ich das gesehen hier. Naja, wenn es sich so anbietet, nehme ich es natürlich mit. Gut, dann blende ich uns mal ganz kurz über den See. Beziehungsweise lass uns noch die 2 Meter zurücklaufen bis zum engsten Punkt. Du, bidu, du, du. Okay. Dein Revier, dein Revier. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass drüben kein Elch ist mit meiner großen Gosch. Wir müssen auch mal gucken, es gibt doch so viele Dinge, Leute, die man aufwerten kann, dass sie effizienter sind, ne? Bin mir jetzt bloß nicht hundertprozentig sicher. Gott, haben die es schön hier regengeschützt. Die haben sogar eine doppelte Isolation. Ne? Wenn ich da noch eine kleine Klappe davor mache. Komm, wir gucken mal kurz bei denen rein. Ursel, Herr Mendle, Servus. Das ist halt ein Problem, ne? Deswegen. Freilandhaltung haben wir gemacht. Weniger zugeführtes Wasser. Okay, das haben wir schon. Der Kotfänger sammelt halt Tierkot, den man als Dünger verwenden kann. Wäre das nächste, was mich interessiert, einfach und das Abteil. Ne, dann haben wir hier schon die Effizienz aufgewertet. Okay. Dann ist aber bei den Beeten, glaube ich. Ich sehe kein Elch. Das ist kein Elch, ne? Gell, das ist kein Elch, nämlich. Nee, ist kein Elch. Komm, wir gucken mal kurz bei den Beeten. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber ich meine, da gab es auch ein Effizienz-Update.
Alter, wenn ich das immer höre, das Geräusch, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich eigentlich mein Handy hasse. Und ich vergesse es immer abschalten. Wenn ich meine wöchentliche Übersicht kriege, was ich mit dem Handy so angestellt habe, steht ganz oben die Uhren-App, weil ich da mal die Stoppuhr laufen lasse zum Teil. Genau, Effizienz-Update. Also wir haben Tageslichtlampe als Möglichkeit. Pflanzensprenkler, installiere eine Bewässerung, das wollen wir auf jeden Fall. Und hier erhöhte Effizienz, Tageslichtlampe. Senkt den Stromverbrauch von der Tageslichtlampe. Naja, gut. Das ist jetzt nicht ganz das Wichtige für mich. Kein Elch, ne? Naja, und selbst wenn jetzt einer da ist. So, jetzt wollen wir erstmal das Öfelchen anfeuern. Die nehmen wir mal raus. Ich kann nämlich gut sein, die mache ich uns durch, klar, es wäre sonst schade drum. Gibt es hier ein Effizienzupdate? Eine zweite Kammer, eine dritte Kammer. Erlaubt, ich habe das damals auch falsch interpretiert, gell? Wenn ich jetzt noch eine Kammer nehme, ich dachte nämlich, ich bin mal 100% sicher, ich dachte damals, der Stromverbrauch ist 0,5, wenn ich eine zweite Kammer mache. Aber ich glaube, der ist dann 1, ne? Senkt den Stromverbrauch dieses Geräts um 25%. Das machen wir demnächst auch. Mach das mal wieder aus. Mich interessiert nämlich jetzt tatsächlich gleich. Wenn ich jetzt. Wir haben die Hühnchen, wir haben die Beete. Wir brauchen noch ein Beet. Ja. Und wir möchten den Kühlschrank. Kühlschrank ist mit 1200. Gut, den Kühlschrank kann ich auf morgen aufladen. Die Mats dafür haben wir. Dann lade ich uns das so auf, dass wir morgen den Kühlschrank bauen und anschließen. Und wir gönnen uns heute nochmal ein Beet. Wir gönnen uns heute nochmal ein Beet für Tomatoes. So machen wir das. So, und den Anorak checken wir auch noch gleich, weil ich glaube, bis auf die. Doch, wir haben ja einen Haufen Zehen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus mit dem Anorak. Ich glaube, wir können uns einen Anorak leisten. So. Was habe ich jetzt gesagt? Die Beete, ne? Das heißt, das Ding ist aus. Müsste jetzt eigentlich nachgefasst sein mit 500 gleich. Schmeiße ich den Generator nochmal an. Habe ich die Kiste noch an? Ja, mach die mal aus. So, den mache ich an. Das haue ich rein. So, dann sind wir wenigstens schon mal Schrittle weiter. Und zwar brauche ich noch zwei davon, 10 Bretter und die Dinger. Bam, bam, bam. Hier Beet. Beet wird durchgejagt. So, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir. Jetzt pass auf. Ich habe zwei Sticks. Jetzt nochmal für mich. Wenn ich jetzt hier aus einem Holz werden zwei Sticks, ja? Also wir können sagen, ein Holz ist das hier. Jetzt gucken wir mal ganz kurz im Masseverwerter. Ich schmeiße ein Holz rein. Hat eins gemacht, gell? Ich habe nicht aufgepasst. Masse 1, Strom 2. So. Ein Stick. Masse 0,6, Strom 1,2. Zwei Sticks. 1,2. Das heißt, die Sticks machen mehr Masse, kostet aber mehr Strom. Das heißt, ich überlege gerade, den Strom werde ich ja zukünftig dafür sorgen, dass wir da immer nachfassen können. Zweiter Generator, Strom ist kein Problem mehr. Dann machen wir so 0,4 mehr statt 2. Ja, es ist okay. Es ist okay. Es ist eine Kleinigkeit, was man da rausholen kann. An der Stelle vielleicht einfach mal zum Austausch für uns untereinander, für euch. Wie handhabt ihr das mit dem Stromthema? Habt ihr 50 Windräder und 30 Solarzellen? Oder sagt ihr auch, nee, ich besorge die Sachen, ich habe drei Generatoren davon. Wir können es nämlich eigentlich auch auf nur Strom machen, zum Beispiel, ne? Einfach mal mitteilen, wie ihr das bei euch macht. Einfach sagen, ich mache das so, wir müssen das begründen oder so, dass wir so ein bisschen eine Auswahl in den Kommis haben, vielleicht, wo man sich so das ein oder andere, vielleicht ist auch eine Mischung aus allem geil, ne? Diesen Massefabrikator. Wenn ich den Massefabrikator aufbaue, einen zweiten Generator und ich hätte jetzt unendlich Sprit, dann könnte ich es auf dem Weg machen. Ich glaube, eine Mischung wird gut, Leute. Oh, ich sehe es gerade.
Ah, schöner Reiheiei. Mir gefällt es halt. Ne? So, was habe ich denn jetzt noch im Hinterkopf gehabt? Richtig, das Beet wollen wir aufsetzen. Das machen wir jetzt noch eben. Machen wir noch zusammen kurz, komm. So. Ja, dann mache ich jetzt eine schöne Runde. Mit viel, viel Holz besorgen und so. Und dann werden wir morgen den Kühlschrank bauen. Da müssen wir dann auch ran. Aber das ist halt erst, wenn das dann fertig ist, dann können wir da tatsächlich was sagen. Im Moment ziehe ich es einfach mal hier mit dazu, ne? So. Wird Tomaten. Wird Tomaten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich schön. Pass mal auf, ich nehme mal die Tomate hier raus. Die auch. Mach. Die schon mal hier rein. Ist nicht so geil, was ich hier mache, oder? So, die ersten vier Tomaten sind drin. Wasser, Dünger. Hier ist noch alles okay. Dann mache ich es jetzt so. Koche mir nochmal frisches Wasser ab. Habe ich jetzt das Beet zweimal aufgerufen? Oder? Tomate, 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 schalala. Hier ist alles voll und hier ist auch alles soweit okay. Gut. Leute. Sehen wir uns morgen wieder. In alter Frische. Ich sorge dafür, dass wenn wir morgen einsteigen ins Spiel, dass der Kühlschrank baubar ist. Das heißt, ich fülle hier die Dinge auf. Was waren noch? Das Beet oben sitzt, Kühlschrank sitzt. Ein Windrad wäre auch noch eine geile Geschichte. Ne? Vielleicht kriege ich das alles irgendwie vorbereitet. Weißt du, diese drei Platinen. Achso, den Anorak wollte man noch kurz checken. Aber das können wir dann auch morgen bauen. Dann machen wir das morgen, haben wir morgen wieder ein bisschen was für uns. Ne? Sechs Baumwolle. Also ich glaube, diese vier gefütterten Dinger. Möglicherweise. Die vier gefütterten Dinger haben wir. Die Baumwolle haben wir, Leder haben wir und zwei Seile müssen wir noch machen. Also, morgen bauen wir uns den Anorak, Leute. Das heißt, der nächste Winter wird für uns eine richtig schöne Geschichte. Freue ich mich. So, ich sortiere den Loot weg und dann hole ich euch morgen wieder rein. Freue mich auf euch. Bis dann.